sag dir, verpasst Babydriver von Edgar Welt nicht. Aber eben Bart Babydriver. Ich erwarte nach der Sommerpause eine Review zu Babydriver. Was denn los bei euch? Habt ihr eine Selbsthilfegruppe? Und damit gehe ich eben noch nicht in den Urlaub und mache noch nicht Resident Evil, weil ich war in einer Sneak und ihr nervt. Außerdem fand ich Baby Driver gut und möchte dem Film eine Plattform geben. Und ach ja, es geht um Baby Driver. Tequila. Im Prinzip kann ich das hier kurz halten, denn der Film ist eine sehr gute Action-Heist-Crime-Komödie und ein guter Edgar Wright-Film, wobei ich Shaun of the Dead, Hot Fuzz und The World's End immer noch ein bisschen besser finde. Der Grund ist dieser Typ hier, also besser dieser Typ hier, denn Simon Pegg hatte in der Cornetto-Film-Trilogie einfach die besseren Rollen. Und so komme ich gleich mal zum großen Kritikpunkt an Baby Driver. Der namengebende Held schultert leider den Film gleich null. That's right, you tell him, baby. Babe Driver! Das liegt vor allem daran, dass die Figur irgendwie blass und zusammengeklaut wirkt. Ein bisschen Star-Lord für den Hintergrund auf einem Ryan Gosling-Driver-Fundament plus dem musikalischen Fanatismus einer La La Land-Figur. Herzhaft, in der Szene im Waschraum denkt man, die fangen gleich an zu singen. Ja, sogar ein bisschen Spider-Man steckt in ihm, aber das sehe nur ich so, damit ich diesen Vergleich machen kann. Mich hat die Figur halt einfach überhaupt nicht interessiert. Das Problem ist also nicht das Schauspiel, sondern eben das Material, mit dem unser Mann hier arbeiten muss. Aber das ist egal, denn ab der Mitte übernehmen Jamie Foxx, Kevin Spacey und Ham E das Ruder und tragen den Film bis zum Ende fast im Alleingang, also zu dritt. Wer also geile Bösewichte sucht, wird hier definitiv fündig. Und der Rest? Nun, es ist Edgar Wright in Höchstform, aber eben auch ohne Überraschungen. Montage, also Schnitt und die Musik als Alleinstellungsgimmick sind es, die den Film unique werden lassen. Natürlich gibt es auch jede Menge schwarzen Humor. Schwarzer Humor. Na gut, die Action rumpelt auch und zu guter Letzt drückt einen der Film mit fettem Tempo in die Kinosessel, vor allem dann, wenn gefahren wird. So oder so, wenn ihr demnächst ein unvergessliches Kinoerlebnis erleben wollt, dann fahrt doch einfach in den Dom eurer Wahl und führt das Leben des Brian auf. Alle anderen gucken, Baby Driver. Es lohnt sich. Und jetzt noch meine lange erwartete Review-Reihe zu Transformers 1 bis 16.